Drehen musst du mal für Basti suchen. Lachen ist, wenn die Seele kotzt. Interessanter Beitrag. Aber ist es nicht vielmehr die Fröhlichkeit, die der Seele die Haare zurückhält, während sie sich übergibt? Ich möchte euch entführen in ein kleines Wintermärchen, also möchte euch ein Stück weit in die Arme nehmen, auch mit meiner kleinen Geschichte und ja, denn es ist ganz wichtig, dass wir zusammen lachen und auch weinen, denn die Tränen, die wir nicht weinen, das sind die, die wehtun. Das ist nicht von mir, das ist von Andrea Berg. Ja. Dieses kam alsbald den trägen Standgewässertieren zu Gehör. Der Sachverhalt schien deutlich der, dass sie mit ihren Waschlappenmentalitäten, ihren zahmen Memmensorgen sich im Leben stets verspäten würden und wo andere morgen lebten, noch im Gestern hängen. Deshalb fanden sich im engen Saal bei Blaskapellenklängen zu körpernahen Fischgedrängen alle Teichbewohner ein. Die Aalande, die Ukelei, das Moderlieschen kam allein. Die Karauschen waren dabei, Bitterlinge, Haseln, Schneider, Karpfen, Rotaugen, die Ränke, Döbe, Sichlinge und leider der Frauennervling. Den gibt's wirklich, der wird allerdings mit F, also statt vorgeschrieben. Das ist voll. Als ich dann da so an der Bushaltestelle sitze, sehe ich da so eine, da hat der, also auf gepackten Koffern, so der Wanderhoden, der hat da irgendwie, ich bin dann mal weggelesen, ich hab dann nicht das Gespräch gesucht, also es war mir irgendwie, aber dann irgendwie kam dann so eine Gestalt irgendwie so auf mich zu und quatschte mich dann irgendwie so an. Und versuchte dann irgendwie so ins Gespräch zu kommen und dann merkte ich halt, das ist also völlig runtergekommen. Und dann merke ich, das ist die Fantasie, die da irgendwie an der Bushaltestelle stand, wartete auf den Bus. Und ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert und das ist auch der Grund für diese Geschichte. Ich frage mich nämlich, was macht eigentlich die Fantasie, und ich darf sagen, es geht im Moment nicht so gut. In einer Rauchwolke am Rand standen die Rotaugen und sagten, uns ist's egal. Recht angespannt wirkten die Haseln, als sie klagten, genau da liegt ja das Problem. Indes ist längst bereits bekannt, die Leute hier sind zu bequem, da braucht es eine harte Hand. Die Aalande witterten Konspirationen, die Brassen schwiegen einvernehmlich. Leistung muss sich wieder lohnen, maulten die Karauschen dämlich. Man beschimpft uns und die Idee des Hasionalsozialismus aufs Übelste. Man nennt uns Pelzradikal. Dabei pochen wir nur auf die uns gezüchteten Rechte. Wir müssen uns zur Wehr setzen, den deutschen Rasen nur für deutsche Hasen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oha! Was macht denn das Hitlerhäschen hier? Ein unangenehmer Zeitgenosse. Aber, Monsieur. Man kann doch über alles reden. Warum wollen Sie den Weihnachtsmann erschießen? Ich bringe den Menschen viel Freude. So? Viel Freude? Das ist doch alles der reinste Nepp. Weihnachten dient doch nur dazu, die Wirtschaft anzukurbeln und die Kassen aufzufüllen. Das wissen wir. Wir backen Plätzchen, während der Rest der Welt Hunger leidet. Was soll das mit Freude zu tun haben, Fettsack? Um die Bedeutung meiner Worte zu untermauern, stupse ich mit dem Gewehrlauf auf den roten Samt gehüllten Bauch. Stups, stups, stups. Non, non, Monsieur! Das ist, was ihr aus Weihnachten gemacht habt. Da hat der Weihnachtsmann nichts mit zu tun. Jetzt knall ihn endlich ab, du Idiot! Ja, aber was, wenn er recht hat? Dann passiert es. Klaus entreißt mir das Gewehr. Darüber, ob er recht hat, können wir uns später noch Gedanken machen, Vollidiot. Boom! Treue deutsche Pelzträger, ich brauche eure Stimme zu Weihnachten. Der Weihnachtsmann muss abgesetzt werden. Wir wollen keinen übergewichtigen Coca-Cola-Johnny in unseren Landen. Den Weihnachtsmann absetzen? Der wird doch gar nicht gewählt! Glaubst du?
Naja, eigentlich schon. So, so, dann mach dir mal in Ruhe Gedanken, wieso es einen Osterhasen gibt und keinen Ostermann. Du sagst jetzt bestimmt, er wurde gewählt. Korrekt! Im Zuge unserer damaligen Kampagne der sogenannten Ostererweiterung haben wir diese Position wieder mit einem deutschen Brauchtum füllen können. Die Kreativität hatte die Fantasie wieder zum Rapport bestellt und ließ sie wieder stundenlang im Wartezimmer die Tristesse spüren. Die Fantasie hatte sich ins Bälleparadies gesetzt und versang langsam da drin, während sie auf ein Bild mit den 7 Kernkompetenzen starrte, die sich auf dem Sonnendeck eines Schlachtschiffes lümmelten. Dort sah man die Bodenständigkeit, die sich mit Grünkohl und Mett einrieb. Ein strahlend weißer Raum. Ein Mann in einem weißen Gewand mit langem wallenden Haar und schneeweißem Bart nimmt an einem ebenso weißen Schreibtisch Platz. Er trägt eine tiefschwarze Sonnenbrille und hält ein Longdrinkglas in der einen und eine fette Zigarre in der anderen Hand. Torben. Gott? Torben, Torben, Torben. Ich bin enttäuscht. Warum denn ausgerechnet den Weihnachtsmann? Konsumkritik? Dann geh doch das nächste Mal einfach für ein paar Tage in ein Occupy-Camp und knall nicht einfach den Weihnachtsmann ab. Denn im Gegensatz zu Occupy-Camps hat das, was du getan hast, Folgen. Jetzt war sich die Fantasie sicher. Sie war der Bodensatz des Bälleparadieses. Dann wurde sie aufgerufen. Die Fantasie betrat das Büro der Kreativität. Hier war alles verchromt. Sogar die Chrome-Applikationen waren verchromt. Es war, als stünde sie im Inneren einer riesigen Maschine. Und? Die Fantasie sah die Kreativität voller Erwartung an, doch die saß nur hinter ihrem riesigen zyklopischen Schreibtisch aus Chrom und starrte mit weit ausgerissenen Augen durch die Fantasie hindurch. Können Sie schon was sagen? Ist es jetzt besser? Fragte die Fantasie erneut und deutete auf eine lose Blattsammlung, die vor der Kreativität auf dem Schreibtisch lag. Um ehrlich zu sein? Sagte die Kreativität, die immer noch starrte. Das ist ganz furchtbar. Allein der Titel, hä? Was soll das denn? Rasierklingen in der Zuckerwatte des Lebens, hä? Das nächste Lied, wie gesagt, ist aus der Sicht von Haustieren geschrieben. Ja. Oh, Moment, wir machen nochmal Rock hier, auf richtig Sound hier auch. Ja, lass uns zwischendurch. Ich merke schon, das zündet hier richtig. Aufgepasst. I am a little doggy, and I piss in the shoes of humans. Sometimes people come to me and say, ja, wo ist denn der Hundi? Ja, wo ist denn der Hundi? Ja, wo ist denn der Hundi? And I just say, what the fuck? I am a baby rabbit, and I eat and drink and sleep, and fuck, and fuck, and fuck, and fuck, and fuck, and then I die. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war Krawel mit Nicolas Ermisch, Tom Schreiber, Markus Stratos, Basti Vaterland. Mein Name ist Wilko Franz